Leute, ich habe Zahnschmerzen seit ein paar Tagen, ganz schlimm, natürlich bis Wochenende, natürlich jetzt, wo mein Zahnarzt eine Woche Urlaub hat. Und ich bin schon die ganze Zeit unter Dauerschmerzbeschuss und Hausmittel ausprobiert, Spülung, Knoblauch gebissen, gestochen. So. Ja, ich bin ja auch so eine kleine Angsthase, wenn es um Zahnarzt geht, aber jetzt, es geht nicht mehr. Ich muss jetzt zur Vertretung gehen, das ist natürlich, ich habe total Angst. Drückt mir die Däumchen. Der Zahn ist tot und die Wurzel entzündet. Die letzten Tage und vor allem Nächte waren nicht so schön. Ich nehme jetzt Antibiotikum und Schmerzmittel, bis mein Zahnarzt am nächsten Montag zurückkommt. Und ich habe gedacht, ich habe safe abgenommen unter der Zahnschmerztortur. Bin heute Morgen voller Vorfreude auf die Waage und ich habe 2 Kilo zugenommen. Ja, so viel zum Thema. Wie aussagekräftig ist die Waage? Weil mich das so schockiert, werde ich heute mal wieder versuchen aufzuschreiben, was ich esse. Heute Morgen startet mein Tag mit einem Haferbrei, gemixt mit einem Esslöffel Haselnussmus und einem Esslöffel Sirup. Schaffe ich nicht, bin schon voll nach ein paar Löffeln. Hab mich ein bisschen geordnet. Ja, ich gehe jetzt ins Büro und heute gibt es dann wieder meinen Kefir mit tiefgefrorenen Erdbeeren. Mixe ich mir jetzt noch schnell und dann geht's los. Ich habe den Winterblues. Ich hatte die halbe Woche Urlaub. Ich war nur einmal Sport machen. Die frühe Dunkelheit zieht mich runter. Die Zahnschmerzen die ganze Woche zieht mich runter. Jetzt ist es endlich soweit. In 2 Tagen ist mein Zahnarzt aus dem Urlaub zurück. Dann hoffe ich, dass wir das mit den Zahnschmerzen zumindest in den Griff kriegen. Ja. Und ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen abgenommen, weil ich gar nicht so richtig gegessen habe mit den Zahnschmerzen. Aber ich habe dann wohl doch mehr gegessen, als ich dachte. Ich habe 2 Kilo zugenommen. Ich hoffe, das ist nur Wasser. Bin irgendwie gerade total gefrustet und antriebsarm. Aber neuer Tag, neues Glück. Und hier kommt noch was Schönes zum Schluss. Die zwei haben mich ein bisschen abgelenkt von meinen Zahnschmerzen. Ich hoffe, ihr hattet eine bessere Woche. Bis bald, eure Susi.